Hallo, schön, dass du da bist. In dieser Podcast-Folge teile ich eine wunderschöne Meditation mit dir, die dich dabei unterstützt, in eine tiefe und liebevolle Verbundenheit mit dir und all deinen Teilen zu kommen. Wir stärken in dieser Meditation deine Verbundenheit zum Menschsein, zur Erde, zur kosmischen Energie und zum höheren Selbst. Das ist deshalb so besonders wichtig, weil wir erst, wenn wir mit uns und allem, was uns ausmacht, in Liebe verbunden sind, in unsere volle Kraft kommen können. Also mach es dir gemütlich an einem Ort, an dem du ungestört sein kannst. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Meditation. Komm erstmal bei dir an und spür dich mal in deinem Körper landen. Die Gedanken dürfen jetzt mal Ruhe geben. Und dann nimm einen ganz tiefen Atemzug. Atme ganz tief ein. Und schließe deine Augen, wenn du es noch nicht gemacht hast. Deine Hände kannst du mit deinen Handinnenflächen nach oben auf deinen Oberschenkeln ablegen oder wie so eine Schale in deinen Schoß. Wie du dich am wohlsten fühlst. Atme noch einmal ganz tief ein. Und aus. Und noch einmal ganz tief einatmen. Und ausatmen. Spür einfach mal in dich hinein. Vielleicht ist noch irgendwo eine Anspannung in deinem Körper. Dann atme gezielt in diese Anspannung und versuch die Muskulatur zu lockern. Lass deinen Atem einfach kommen und gehen, ohne ihn zu beeinflussen. Je länger du hier sitzt und atmest, desto mehr kannst du dich entspannen. Mit jeder Einatmung kommst du immer mehr bei dir an. Mit jeder Ausatmung lässt du alles los. Deine Stirn entspannt sich. Deine Augen entspannen sich. Dein Kiefer entspannt sich. Dein ganzes Gesicht entspannt sich. Dein Hals entspannt sich. Deine Schultern, dein Nacken entspannen sich. Dein Rücken entspannt sich. Dein Bauch wird ganz locker und entspannt sich. Du kannst auch deinen Bauch jetzt loslassen. Dein Gesäß entspannt sich. Deine Arme und Beine entspannen sich. Dein ganzer Körper ist jetzt vollkommen entspannt. Du bist komplett verbunden mit dir, mit allem, was du bist.
Dann bring deine Aufmerksamkeit auf deine Füße und dein Becken und stell dir vor, wie tiefrote Lichtwurzeln über deine Fußsohlen und dein Becken in die Erde hineinwandern. Immer tiefer, tiefer in die Erde, bis sie den Erdkern erreichen. Sie verbinden sich mit dem Erdkern, mit dem Herz von Mutter Erde. Und die kraftvolle, heilvolle Energie von Mutter Erde fließt zurück in deinen Körper. Die rote Energie fließt durch deinen ganzen Körper, stärkt und nährt dich, versorgt dich mit Stabilität, Gelassenheit, Urvertrauen. Du bist angebunden an die Erde, verbunden mit der Erde, verbunden mit dem Leben. Die heilvolle Erdenergie fließt durch deinen Körper, nimmt auch alles mit, was dich noch blockiert, was dich einschränkt, was du nicht mehr haben möchtest und gib das an die Erde ab. Du bist verbunden mit deinem menschlichen Körper. Verbunden mit allen Sinnen. Verbunden auch mit deinem animalischen Teil in dir. Verbunden mit der Überlebensenergie, die auch aggressiv sein kann. Verbunden mit deinem Überlebenstrieb. Verbunden mit dieser Urkraft der Evolution. Verbunden mit der Menschheitsgeschichte. Alles, was vor dir war, ist auch ein Teil von dir. Verbunden mit deinem Unterbewusstsein. Mit deinen tiefen Sehnsüchten. Nun lenke deine Aufmerksamkeit auf deine Kopfkrone und stell dir vor, wie aus dem Kosmos das weiß-goldene, heilende Licht über deine Kopfkrone in deinen Körper fließt. Es versorgt dich mit Liebe, Zuversicht, Hoffnung, Mitgefühl und Frieden. Dieses heilvolle Licht wandert ganz sanft durch deinen Körper, schenkt dir Heilung, tiefen inneren Frieden und das Gefühl, immer irgendwie unterstützt zu sein, das Gefühl, verbunden zu sein mit einer höheren Kraft. Du bist verbunden mit dem Universum, verbunden mit der höheren Energie, mit der höheren Kraft der Liebe. Verbunden mit der universellen Weisheit. Verbunden mit der Unendlichkeit.
Lass diese beiden Energien durch deinen Körper zirkulieren. Lass alles los und gib dich einfach diesem Prozess hin. Atme tief ein und aus. Bring nun deine Hände auf dein Herz oder konzentriere dich einfach auf deinen Herzbereich. Spür in dein Herz. Das Zentrum deiner Liebe, das Tor zu deiner Seele, der Teil in dir, der dich mit allem verbindet. Spüre in dein Herz und nimm gemeinsam mit mir ganz langsame und tiefe Atemzüge in dein Herz ein und aus. Atme ein. Und aus. Ein. Und aus. Ein. Und aus. Nochmal ein und aus. Du bist verbunden mit deinem Herzen, verbunden mit deiner Intuition. Verbunden mit all deinen Gefühlen, die dich erst lebendig machen. Verbunden mit der Liebe. Wenn du deine Hände auf deinem Herzen hast, kannst du sie gerne wieder in deinen Schoß legen. Oder so, wie es für dich am bequemsten ist. Stell dir nun vor, wie du mit deinem Bewusstsein immer weiter nach oben wanderst. Wanderst mit deinem Bewusstsein in Richtung Himmel. Die Erde wird immer kleiner. Du wanderst an den Sternen vorbei. An den Planeten, an Galaxien vorbei, landest du im Zentrum des Universums, im Raum der unendlichen Möglichkeiten, im Raum des höheren Bewusstseins, dem Ort, wo dein höheres Selbst ist, die Instanz von dir, die über allem steht. Die alles Wissen in sich trägt, alle Weisheit über dich und die Welt. Du kannst sie alles fragen. Hier sind die Antworten. Hier ist der Raum der Grenzenlosigkeit. Aller Möglichkeiten. Ich werde jetzt eine Weile leise sein und dir einfach diesen Raum geben, deine Fragen zu stellen und vielleicht Antworten zu erspüren.
Was auch immer jetzt gekommen ist, es ist in Ordnung. Vielleicht ist auch nichts gekommen. Ist alles in Ordnung. Alles kommt immer zur richtigen Zeit. Nun wandere mit deinem Bewusstsein wieder nach unten an den Planeten vorbei, den Sternen vorbei. Du siehst die Erde unter dir, wanderst immer weiter nach unten, die Erde wird immer größer. Du siehst das Land, du siehst den Ort, wo du dich befindest, das Haus. Kommst mit deinem Bewusstsein wieder auf deinen Platz an. Kommst wieder in deinem Körper an. Dann bring deine Hände nochmal auf dein Herz und atme nochmal ganz tief in dein Herz ein und aus. Nochmal ganz tief einatmen. Ausatmen. Nochmal ganz tief in dein Herz einatmen. Ausatmen. Bleib verbunden mit deinem Herzen. Und komm langsam zurück in diesem Moment in deinen Körper, spür deine Füße auf dem Boden, spür dich in deinem Körper und komm in deinem eigenen Tempo zurück in das Hier und Jetzt, in dein Leben. Und wenn du soweit bist, dann öffne deine Augen. Schön, dass du hier bist. Ich hoffe, diese Meditation hat dir gut getan und du fühlst dich jetzt in Liebe mit dir verbunden. Besinne dich auch in deinem Alltag immer wieder darauf, dass du und alles, was dich ausmacht, deine Liebe verdient hat. Es macht keinen Sinn, gegen uns selbst zu kämpfen. Denn wir sind der Mensch, mit dem wir am meisten Zeit in unserem Leben verbringen. Und du hast so viel zu geben. Verschwende nicht deine Kraft in irgendwelche Kämpfe, die du niemals gewinnen kannst. Schließe Frieden mit dir, denn du bist genau so richtig, wie du bist. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und freue mich schon, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist. Die Liebe in mir grüßt die Liebe in dir. Deine Andrea.